funktioniert und was nicht. Masari Sharif versorgt die anderen Lager mit Fahrzeugen und Ersatzteilen, Nahrungsmitteln und Wasser. Mahlzeit. Natürlich nicht. Ich stelle die Bremse ein. Das macht es so. Ja, ist ein, man sieht, es ist bequemer. Man denkt es nicht, aber es ist wirklich bequemer. Ja. Echt? Habe ich auch noch nie gesehen. Ich kenne ja das Lager von der ersten Stunde an, wo wir die erste Besichtigung gemacht haben hier draußen. Und das hat sich prächtig entwickelt. Und was man besonders imponiert hat, wenn das hier nicht funktioniert, dann fährt vorne kein Spätrum. Was für eine Welt. Fitnesstraining, klimatisierte Zelte, warme und kalte Duschen. Erdbeeren werden aus Europa eingeflogen. Fast alle Unannehmlichkeiten des Soldatenlebens sind beseitigt. Nur nicht das Sterben. Wir halten diese Trauerfeier für unsere beiden in Afghanistan getöteten Soldaten. Stabsunteroffizier Patrick Behlke und Stabsgefreiter Roman Schmidt. Betäubende Traurigkeit hat die Familien und engsten Freunde erfasst, seit die Nachricht vom Tod ihrer Lieben sie erreichte. Alle Kameraden und Angehörigen der Bundeswehr in den Einsatzgebieten und an den Standorten zu Hause fühlen sich ihnen in ihrem Kummer nahe. Ein schwerer Gang, auch für den Generalinspekteur. Die Verantwortung aushalten und dabei den Eltern der Getöteten in die Augen schauen. Was werden Sie den Eltern der jungen Männer sagen gleich? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß das auch noch nicht. Ich habe das jetzt leider schon oft machen müssen, aber jede Situation ist eine andere. Aber mein Gefühl sagt mir, dass ich denen zunächst mal nur sagen werde, dass sie stolz auf ihren Jungen sein können, weil er ein guter Soldat war. Und dass er Anerkennung gehabt hat bei seinen Kameraden. Und dass deshalb auch so viele hier sind. Viel mehr werde ich von mir aus gar nicht probieren am Anfang und dann sehen, wie das Gespräch läuft. So nehmen wir den Abschied in Dankbarkeit dafür, dass diese beiden mit und unter uns lebten. Wir stehen heute vor diesem tragisch zu Ende gegangenen Leben und legen sie zurück in Gottes Hände. Amen. Auf dem Flug von Berlin zur Bundeswehrakademie in Hamburg. Das ist der Einweg in Alexandria. 30 Jahre ist es her, da war Schneiderhahn selbst noch ein aufstrebender Generalstabsanwärter. Ob er damals gedacht hätte, dass er bis zur allerhöchsten Spitze der Karriereleiter aufsteigen würde? Was war unser Ziel, als wir von der Führungsakademie weggegangen sind, war sicherlich für viele von uns ein Ziel. Wir waren vorher in der Masse Kompaniechef, dass man mal Bataillonskommandeur. Das ist so der Traum, den man in der Phase hat. Wenn da jetzt einer hockt, der sich vorgenommen hat, Generalinspektor zu werden, der wird verrückt in seinem restlichen Berufsleben. Ne? Das, glaube ich, wär Irrsinn. Meine Damen und Herren, nehmen Sie Platz. Das Schmunzeln muss er sich oft verkneifen. Schließlich ist der Generalinspekteur für die Bundeswehr so etwas wie der Bundespräsident für die Zivilisten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was also gibt er den Generälen und Admirälen von morgen mit auf den Weg? Dass sie sich um die einfachen Soldaten kümmern sollen. Und das ist ja das Phänomen,
der Entwicklung, dass wir die Aufgaben, wo es ganz kritisch wird, wo es wirklich um Leib oder Leben geht, ja häufig in den unteren Dienstgradbereichen angesiedelt haben. Und dem müssen wir gerecht werden. Dazu müssen wir selbst moralisch stabil sein. Meine besten Wünsche begleiten Sie. Den einen oder anderen werde ich ja sehen, den einen oder anderen werde ich ja erleben. Der eine oder andere wird mich noch kennenlernen. Und insofern gute Kameradschaft. Moral und Militär. Für Schneiderhan immer schon ein zentrales Thema. Heute trifft er seinen alten Mentor im Familienschloss der Stauffenbergs, jetzt ein Museum zum Gedenken an den Widerstand gegen Hitler. Das ist eigentlich als Beamtenwohnhaus sozusagen gebaut worden. Aha, ja. Es, wenn man reinkommt, das sieht ja gar nicht aus wie ein Schloss. Ja. Ein Schloss hat normalerweise ein Treppenhaus. Der Generalinspekteur mit seinem ehemaligen Vorgesetzten, Berthold Schenk, Graf von Stauffenberg, dem ältesten Sohn des Hitler-Attentäters. Nachhilfe in schwäbischer Adelsgeschichte. Schneiderhans Mutter war Schneiderin von Beruf. Die Chemie zwischen den zwei Generälen stimmt trotzdem. Hat er ihn auch jemals widersprochen? Na, hoffentlich. Ich habe mal bei einer anderen Verwendung gesagt, für Stabsoffiziere, die mir nicht sagen, dass ich Unsinn rede, wenn sie glauben, dass ich das tue, habe ich keine Verwendung. Ja? Also das war hier schon von Anfang an das Stauffenberg-Familienzimmer. Der gescheiterte Hitler-Attentäter Stauffenberg, ein herausforderndes Vorbild. Wo hört Gehorsam auf? Wann wird Widerstand Pflicht? Ja, ich weiß nicht, ob ich Soldat geworden wäre, wenn es diese Traditionslinie in der Bundeswehr nicht gegeben hätte. Die Traditionslinie zu den Werten des deutschen militärischen Widerstandes. Die ganze Schulzeit hat mich diese Tradition beschäftigt. Ich hatte das Glück, einen Geschichtslehrer zu haben, der den Mut hatte, zu der Zeit, ja, als ehemaliger Kriegsteilnehmer mit uns in der den Abschlussklassen des Gymnasiums dieses Thema grenzendes Gehorsam und all diese Zwänge und diese Nöte auch zu besprechen, das hat mich eigentlich schon sehr, sehr geprägt. Und insofern war das, wenn ich das sehr persönlich sagen darf, für mich ein ganz spannender Moment. Als ich wusste, in nächster Zeit geht die Türe auf und es kommt ein Oberstgraf Stauffenberg in dieses Zimmer. Das hat mich also schon innerlich auch aufgerührt. Schwäbisch-Alemannische Fasnet in der Heimatstadt des Generalinspekteurs. Wer hier aufwächst, kommt nicht drum rum. Ah, oh, genau, die dicke Nase. Und da kommen die Augen. Und da? Der Mund, der. Da hat er Sauschwänzle drin. Aua! Oh. Oh. Und in seiner Nase, wo sind die Augen? Oh. Da sind die Nasen. Oh, oh, oh. Die Nase. Ja. Enkelin Carlotta ist gerade mal 2 Jahre alt. Die Saulgauer Narrenzunft, rund 700. Mittelalterliche Bräuche aus Pestzeiten werden da zelebriert, wild und ungebärdig. Immer wieder von der Obrigkeit verboten und immer wieder neu entstanden. Es ist zunächst mal natürlich Gaudi, verbunden mit Traditionspflege. Für mich, aufgrund der Tatsache, dass ich halt hier nicht ständig leben kann und alle Brauchtümer mitpflegen kann, ist es schon auch eine Art von Zurückkommen und wieder in der Gemeinschaft aufgenommen zu sein und mitmachen zu dürfen, die zunächst mal mit dem Beruf nichts zu tun hat. Und wenn man sich jetzt nachher trifft, dann muss ich eigentlich jeder erklären, warum Bundeswehr in Afghanistan ist. Da muss ich nachweisen, dass ich gestern beim Umzug war in Schusserit. Und wenn ich da etwa sage, die, was hast du eigentlich gemacht, ne, das ist das Schöne dran. Brennnesselbrühe. Ein schwäbischer Tarnname für Schnaps. Das tut jetzt gut. Der oberste deutsche General, verschwunden in der Menge der Narren. Eine der wenigen Gelegenheiten, mal ganz Mensch und gänzlich außer Diensten zu sein. Wohl kaum ein Generalinspekteur vor Wolfgang Schneiderhan hatte einen Narrensprung als festen Termin im Kalender. Da sind wir.